Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute einmal die ELAC Subcontrol App 2.0 vorstellen. Und ich sitze hier auf einem ELAC Sub 2050. Das ist ein 12 Zoll Subwoofer Chassis, was da drin ist. 37 Liter Nettovolumen, Kantenmaß 38 x 38 x 38. Downfire Subwoofer. Ich habe den auch im Downfire oder im und auch im Frontfire aufgemessen und auch geklärt mit Ref und Umic 1 und auch natürlich geklärt, was jetzt, ob man jetzt Frontfire oder Downfire einen Unterschied hört, ob wir einen Messunterschied sehen. Dieser Vergleich ist auch gekommen. Schauen Sie ruhig bei anderen Videos noch rein. Schön, wenn Sie ein Abo da lassen, dann sehen Sie, wenn ich neue Videos einstelle. Und natürlich können Sie auch einen Daumen nach oben geben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und natürlich auch bei anderen Videos. Der Subwoofer ist eingeschaltet, Strom ist dran, die LED vorne ist natürlich noch aus, ganz klar. Der ist auch noch nicht aktiviert. Der aktiviert sich immer erst, wenn man die Subcontrol-App einschaltet oder eben auch ein Signal anlegt. Ich starte jetzt die Subcontrol-App einmal. Und dann fragt er mich, ja, Bluetooth muss eingeschaltet werden. Es ist ein Bluetooth-Gerät, das schalte ich ein. Also machen wir Bluetooth an und der wird uns dann gleich wegen GPS fragen. Jetzt sucht er den Subwoofer. Er hat ihn gefunden. Oben steht Sub 2050, das ist das Gerät. Und unten sehen wir auch die Lautstärke. Er steht bei 50, ne? Man kann das mit dem Schieberegler jetzt links, rechts auch verschieben. Wenn die Finger zu dick sind, dann kann man hier mit diesen kleinen Häkchen an der Seite das nach oben klappen. Und dann hat man zwei Schieberegler. Die sich parallel dazu bewegen. Hier unten links ist ein Lautsprecher, den kann man ein- und ausschalten. Da, wo ich gerade drauf klicke, ist er aus. Man kann so eine Muteschaltung einrichten hier. Ich klappe es wieder runter, so dick sind meine Finger nicht. Hier unten haben wir über den Schieberegler für die Lautstärke von dem Gerät auch die vier Modis, die Klangmodis, die jetzt auch benutzt werden können. Flat ist quasi die Werkseinstellung, geradliniger Frequenzgang wird da angestrebt. Cinema ist eine dicke Anhebung um die 30 Hertz rum, 28, 30 Hertz, das sehen wir auch im Messprotokoll von Ref. Das ist die höchste Anhebung, da wird am meisten Bass zusätzlich generiert. In der Music-Einstellung wird zwischen Flat, sind wir ungefähr von der Anhebung zwischen Flat und Cinema, also ist so eine Mittelstellung zwischen diesen zwei. Und Night ist die tiefste Einstellung, also die größte Absenkung sozusagen, wenn man nachts mal mit Nachbarn nicht Probleme haben will und das so ein bisschen leiser sein soll, das Gerät. Allerdings muss ich zu diesem Gerät sagen, dieser 30er, der wird immer Ärger mit den Nachbarn bekommen. Es sei denn, sie sind sehr tolerant. Also der erzeugt sehr viel Körperschall, der klingt super geil. Entschuldigung, dass ich das Wort verwenden muss, aber er klingt sehr gut. Und Neid bringt er trotzdem nicht. Ich gebe da Flat. Jetzt gehen wir mal rein. Bei dem Gerät haben wir natürlich oben auch rechts einen Demo-Modus. Wenn kein Gerät da ist und man die App einfach nur ausprobieren will, um zu sehen, was sie für Einstellungen hat. Wir gehen mal zu den Subwoofer rein. Dann gucken wir uns mal an, was man hier als Tolles einstellen kann. Also ich kann direkt am Anfang die Phase einstellen. Die stand jetzt bei 174. Okay, zwischen 0 und 360 Grad. Muss man nicht. Man hätte auch bei 180 Grad jetzt aufhören können. Das wären die vorderen 180 Grad. Aber ich lasse es immer bei 0 stehen, weil die Gradzahl hole ich mir eh über das Einmesssystem des Receivers. Oder muss man dann, aber man kann hier stufenlos in einer Schritten, ne, wie man sieht, 10, also ich kann hier in einer Schritten quasi stufenlos durchgehen und dann kann man das auch, wenn man jetzt kein Receiver-Einmesssystem hat, auch manuell mal per Ohr oder eben ein Messsystem hinten dran setzen. Ja, ich kann hier eine Verzögerung einstellen. Im nächsten Schieberegler haben wir das Delay. Also die Verzögerung von 0 bis 20 Millisekunden, das kann in bei einigen Räumen zu klein sein. Macht eigentlich auch das Messsystem selbstständig, aber wer halt keins hat, hat hier die Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen. So, die Auto-On-Off-Funktion ist auch interessant, unterteilt nämlich einmal oben überhaupt in die Einschaltung und in die Ein- oder Ausgeschaltet. Und man kann hier die Empfindlichkeit einstellen. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist bei B&W auch gewesen. Ich glaube, bei SVS war das auch zu sehen. In einer Schritten bis 10 Millivolt. Ich lasse meistens auf 6. Das war, glaube ich, die Werkseinstellung gewesen.
Das ist der Cinch-Eingang, der sich dann, wann der Subwoofer einschalten soll, bei welcher Empfindlichkeit, wenn ein Signal vom CD-Player oder vom Vorverstärker kommt. Ja, das nächste war der Lowpass. Der Tiefpassfilter, der steht jetzt bei 52 Hertz, das ist schon relativ tief. Wir hatten auch im Messvideo, hatte ich das, glaube ich, alles dann mit 110 aufgemessen oder 120. Also man kann hier leider keine Flankensteilheit einstellen, wie es bei der SVS-App zum Beispiel war. Da konnte ich 12 dB oder 24 dB einstellen. Ich kann hier wirklich nur die Frequenz an sich wählen. Und so wie es aussieht, müsste ich nochmal ins andere Video reingucken. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ist schon was länger her. Ich glaube, der trennte mit 24 Dezibel. Ja, die parametrischen Equalizer wäre das nächste. Da haben wir eigentlich ein cooles Tool, handwerksmäßig toll gemacht. Da bei SVS sind es drei Filter, die ich da einstellen kann. Drei Packs, Pack 1, Pack 2, Pack 3. Und hier habe ich 8 zur Verfügung, also schon mächtig mehr. Was kann ich einstellen? Ich kann hier die Frequenz einstellen, hier oben zwischen 20 und 200 Hertz, ne, wo der Filter wirken soll. Ich habe jetzt mal hier die 25 Hertz, das ist für meinen Raum eigentlich optimal gewesen, eingestellt. Dann kann ich hier die Bandbreite einstellen, auf wie breit der Filter wirken soll, ob er nur schmalbandig sein soll. Ein großes Q oder ein kleines Q für einen sehr flachen Filter. Leider läuft die Zahl nicht mit. Das würde ich mir wünschen als Verbesserung, dass hier wenigstens diese Q-Zahl, wie wir es auch bei der SVS-App zum Beispiel sehen, zwischen 0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,2, also dass man es wirklich sehen kann, wo man jetzt diesen Schieberegler eigentlich stehen hat. Weil jetzt kann man das nur abschätzen. Das ist quasi. Und ganz unten, Jane, da kann man die Lautstärke einstellen. Bis zu 10 Dezibel kann ich quasi anheben. Ich kann aber auch, und das ist gut, in den Minusbereich mit 10 Dezibel zum Beispiel gehen, um auch einen steilflankigen, wenn ich jetzt eine Raummode zum Beispiel habe, was mein Messsystem nicht in den Griff gekriegt hat, kann ich jetzt hier nochmals nachregeln und sagen, okay, ich habe jetzt ein Problem bei der und der Frequenz, ich möchte jetzt hier nochmal wenige dB runtergehen, wie gefällt mir denn dann der Ton? Also dann kann man das vielleicht mit Hören probieren. Ich würde aber bei solchen Sachen immer mit Messsystem arbeiten. Also so ein UMIG 1 ist schnell gekauft, kostet irgendwie um die 100 Euro, 110 Euro inklusive Versand. Und die Bedienung mit Rev gibt es genug Videos auf YouTube, auch eigentlich von vielen erfahrenen Room Equalizer Wizard heißt das, glaube ich. Das Programm ist kostenfrei. Danke auch dafür für die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, dieses Programm zu programmieren. Das bringt wirklich sehr viel auf den ersten Aufschlag und damit kann man das wirklich dann ganz genau einstellen und ausprobieren. Ja, ich habe hier 8 verschiedene Möglichkeiten. Diese Kurve, ich kann hier verschiedene Kurven einstellen, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier was anheben. Ja, ne, also hier kann ich mich wirklich so austoben, dass ich mir meinen Frequenzgang kompletto verbiegen kann. Ich kann hier auch mal eine Raummode einbauen, dass ich bei 59 Hertz ein Problem hätte. Also ich kann hier wirklich sehr auf meinen Frequenzgang Einfluss nehmen. Aber das würde ich dann eben nur mit Messsystemen sinnvoll in die Wege bringen. Das nächste wäre das Auto-EQ. Da kommen wir jetzt gleich dazu, zu der Selbsteinmessung. Das probieren wir jetzt gleich nochmal aus. Dann hier unten haben wir Auto-EQ. Kann ich dann auch diese Messkurve kann ich natürlich auch ein- und ausschalten. Ne? Da haben wir unten einen Regler, der blau ist ein, weiß ist aus. Ne? Das ist auch nicht schlecht, dass man das auch abschalten kann, dass man nicht quasi die Ergebnisse immer wieder rausnimmt. Und über About kann ich dann noch Factory Reset, also wenn ich jetzt das Gerät zum Beispiel, wie ich auch bei der SVS-App gesagt hatte, wenn ich ein Gerät gekauft habe, gebraucht, dann sind da ja schon Einstellungen an dem Gerät, in dem digitalen Signalprozessor, an dem DSP drin. Und diese Einstellungen möchte ich vielleicht nicht übernehmen oder ich finde mich nicht am Anfang noch nicht in die App rein und weiß auch nicht, wo überall Einstellungen gemacht wurden. Dann mache ich das Erste, ich gehe immer auf About, also da, wo halt der Hersteller sich verewigt hat, wo dann auch da steht Firmware und welche Name und die ganze Sachen. Und dann gehe ich auf Factory Reset und lösche erstmal alle Einstellungen, die in diesem Gerät überhaupt verbaut sind. Das klicke ich jetzt mal an und lösche mal alle Einstellungen. So sieht das dann aus. Dann setzt er wieder alles auf 0. Dann sind auch, wenn ich jetzt hier bei den Packs reingehe, dann sind auch alle meine Einstellungen, die wir gerade gemacht haben, alle wieder weg.
Ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt eh in diesen Auto, EQ, diesen parametrischen Equalizer rein. Sie sehen auch hier diese blaue Kurve, das ist die Realtime-Data, wie sie oben auch links steht in in der Legende. Und da zeigt mir natürlich an, dass hier meine Stimme aufgezeichnet wird, auch in diesem Video. Und wir drücken jetzt mal hier auf Place the Phone near to the Subwoofer und lassen das Gerät jetzt mal einmessen. Ich lege es jetzt mal hier unten vor das Gerät. Achtung, es könnte was lauter werden. So, und jetzt sagt er mir, ich soll zu meinem Hörplatz gehen. Da gehen wir natürlich auch hin. Also ab zum Hörplatz und drücken nochmal auf Go. Und jetzt hat er grün die Korrekturkurve ausgerechnet. Er zeigt uns jetzt an lila, was er im Nahfeld gemessen hat. Und er zeigt uns jetzt an rot, quasi was er am Hörplatz gemessen hat, im Subfahrfeld, also ferne, also auf Entfernung. Und grün ist die Korrektur, die er jetzt anwenden würde. Er würde jetzt einige Basslöcher, wie wir in rot sehen, auch ausbessern. Das ist ja nicht schlecht. Basslöcher korrigieren ist immer ein großes Kunststück. Überhöhung, absenken ist eher leichter als ein Bassloch aufzufüllen. Und wir sehen noch, dass er vorne irgendwo nochmal bei 24 Hertz was drauf gibt. Ist eigentlich top gemacht. Ne? Also, wenn ich das mit Ref jetzt nachmesse, kriege ich allerdings nicht diese grüne Kurve raus. Also ich komme nicht auf die grüne Kurve, wenn ich mit Ref nachmesse. Aber diese Funktion ist auf jeden Fall schon mal schön, dass sie überhaupt da ist. Und könnt jetzt mir nochmal messen. Und das könnte ich jetzt dieses Messer geben. Die grüne Kurve kann ich jetzt hier über diesen Auto-EQ und Off-Schalter auch wieder abschalten. Dann ist dieses Feld natürlich leer. Ja? Wenn ich sie anmache, sehe ich, wenn ich bei Auto EQ reingehe, eigentlich meine Filter. Okay. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo, dann sehen Sie, dass die Videos eingestellt werden. Tschüss!